Wem das klassisch gekochte Ei zu langweilig ist, findet auf TikTok außergewöhnliche Alternativrezepte. Doch taugen die was und schmeckt's auch? Jan und Marina Zubrot machen den Test. Los geht's mit den millionenfach geklickten Frozen Eggs. Oh, Mini-Spiegeleier. Oh, das sieht ja süß aus. Ah, okay, das heißt, die friert die weg und dann schneidet sie sich runter und dann werden die... Boah, musst du die aber ganz schön lange in der Pfanne ausbacken, würde ich jetzt sagen, wegen Salmonellen oder ähnlichem. Für die Zubereitung benötigt man nur eine Zutat, Eier. Die kommen zunächst in ihrem rohen Zustand in den Tiefkühler. Bis die festgefroren sind, nehmen sich unsere Tester schon mal das nächste Rezept vor. Ein paniertes Spiegelei. Das Video hat über 200.000 Klicks. Ich stelle mir das Ganze so ein bisschen so vor wie ein Schnitzel ohne Fleisch. Es ist ein Eierburger. Ein Eierschnitzel. Burger. Brot, schön, lecker Remoulade, keine Ahnung was dazu. Ja. Geil. Ich glaube, das schmeckt also, richtig geil. Ich freue mich drauf. Richtig gut. Was machen wir als erstes? Wahrscheinlich das Ei. Ei in Paniermehl rein. Ja, ich würde hier so eine kleine Kuhle machen, wo ich es dann gleich reinwerfe, das Ei. Jan und Marina folgen den Anweisungen im Video. Erster Schritt, das aufgeschlagene Ei vollständig mit Paniermehl bedecken. Danach in heißem Fett frittieren. Ich versuche hier mal auf Ei fangen zu gehen. Ah, jetzt, ja. So, und jetzt rein. Das sieht gut aus. Sieht genauso aus wie bei Ihrem Video. Und jetzt wie ein Schnitzel ausbacken. Pflanzenöle eignen sich besonders gut zum Frittieren, da sie hoch erhitzbar sind. Das Ei etwa 3 Minuten im Öl brutzeln, dabei einmal wenden. Und fertig ist das frittierte Spiegelei. Es darf probiert werden. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Mmh. Super lecker. Geil. Es ist richtig lecker. Also das frittierte Spiegelei-Schnitzelbrötchen, super. Das wird definitiv übernommen, bin ich mir ganz sicher. Schnell gemacht, ehrlicherweise, wenn man weiß, wie es geht. Zurück zu den Frozen Eggs. Die Eier waren 2 Stunden im Tiefkühler. Das reicht, damit Jan und Marina mit dem Rezept fortfahren können. Also. Gefroren sind sie ja schon mal. Ja, und aufgeplatzt, aber das finde ich, puh. Einfach jetzt schälen oder wie? Genau, schälen und in Scheiben schneiden. Übrigens, gekochte Eier sollte man nicht einfrieren. Sie verlieren dadurch ihren Geschmack und bekommen eine gummiartige Konsistenz. Gesundheitsschädlich ist es aber nicht. Als nächstes die gefrorenen Eierscheiben in einer heißen Pfanne anbraten. Ich weiß gar nicht, wann ist das denn fertig? Weil naja, es ist ja noch gefroren, siehst du ja hier überall. Genau, also aber wie lange müssen wir das jetzt? Und lange. Was heißt lange? Naja, es muss erst auftauen. Ja, eine Stunde oder zwei oder was ist lange? Ja, das weiß ich nicht, aber das ist ja individuell, je nach Ei. Hühnereier enthalten 13 Gramm Protein pro 100 Gramm. Damit sind sie ein echtes Powerfood. Nach etwa 10 Minuten sind die Mini-Spiegeleier leicht gebräunt und durchgebraten. Also irgendwie ist es für mich doch so befremdlich mit dem Wegfrieren und hab die ganze Zeit so diese Salmonellen-Thematik im Hinterkopf. Ich würde es nicht essen. Bevor ich das jetzt Gästen anbiete oder ich selber esse, würde ich einfach Wachteleier kaufen. Die sind auch klein und da bin ich auf der sicheren Seite, dass alles in Ordnung ist. Salmonellen können mehrere Monate in Lebensmitteln überleben. Einfrieren tötet die Bakterien nicht ab. Jan und Marina verzichten aufs Probieren. Sie schauen sich lieber das nächste Rezept an. Ein veganes Omelette aus Tofu. Auf TikTok hat das Video mehrere tausend Klicks. Sieht ja schon mal gut aus. Ein Block Naturtofu. Hinzu kommen Seidentofu, Gewürze, Hefeflocken und Sojamilch. Nach dem Pürieren eine Lage Reispapier in die heiße Pfanne legen und die pürierte Masse obendrauf geben. Das Reispapier gibt dem Ganzen eine feste Form. Nach 10 Minuten ist das vegane Omelett fertig. Das sieht super labbelig aus von innen. Schmeckt super lecker. Ich würde es jetzt nicht in erster Linie mit Ei assoziieren. Und mit Omelette, aber ich finde es ehrlicherweise ganz lecker. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es noch 3 Minuten länger in der Pfanne, dann ist die Konsistenz schöner, finde ich es gut. Ich finde nicht, dass es eine richtige Eier-Omelette-Alternative ist. Es ist ein leckeres Frühstücksgericht, das für Menschen, die sich vegan ernähren, super gut geeignet ist.
Beim nächsten Rezept sind wieder echte Eier im Spiel. Diesmal allerdings in flüssiger Form. Der alkoholfreie Punsch ist ein Hit auf TikTok. Das Video wurde bislang über 2 Millionen Mal aufgerufen. So, dann machen wir mal Eierlikör. Wir brauchen Topf mit 4 Tassen Vollmilch. Zu der Vollmilch gesellen sich Zimt, Muskatnuss und Nelken. Alles erhitzen und dann die Eier dazugeben. Und zwar ein ganzes Dutzend. Nach dem Aufschlagen aber das Eiweiß abtrennen. Denn für den Punsch wird nur das Eigelb benötigt. So. Und Zucker? Das ist zum Glück nicht so viel Zucker. Und jetzt werden wir das für ein paar Minuten quirlen, bis es schön leicht und flauschig ist. Eigentlich ist das ja nur Zucker mit Eigelb. Kann ja nicht schlecht schmecken. Die erhitzte Milch nach und nach mit der Schöpfkelle zur Zuckereimasse geben. Dabei immer schön weiterrühren. Jan kommt bereits ins Schwitzen. Kann ich nicht einfach alles jetzt reinschütten? Nee, weil es zu heiß ist, dann stockt das Ei. Nachdem alles vermischt ist, muss die Masse nochmal aufkochen. Am Ende Schlagsahne hinzufügen und fertig ist der alkoholfreie Eierpunsch. Das kommt jetzt eine Stunde in den Kühlschrank. Währenddessen das nächste Rezept, eine chinesische Eiersuppe. Mit über 20 Millionen Klicks ein echter Blockbuster auf TikTok. Auch wenn die Älteren das noch aus Omas Zeiten kennen. Ich würde sagen, es ist wie so eine Suppe eben ist. Alles rein in den Topf und los geht's, oder? Ganz so einfach ist es nicht. Zuerst 3 Eier miteinander verquirlen, dann Hühnerbrühe in einen Kochtopf geben, würzen und erhitzen. Zum Schluss die verquirlten Eier dazugeben und alles aufkochen. Ich würde sagen, probieren geht über studieren. Auch schmeckt mega lecker. Das schmeckt richtig gut. Ich bin absolut begeistert von der Suppe. War super easy in der Anrichtung. Sieht echt auch ganz cool aus, macht was her und schmeckt auch wirklich lecker. Nicht nur auf TikTok, sondern auch bei unseren Testern kommt die klassische Eiersuppe gut an. Zurück zum Eierpunsch. Der ist nun ausreichend gekühlt. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Für Ostern sehe ich es jetzt nicht unbedingt, aber es ist nicht schlecht. 5 Eierrezepte von TikTok haben Jan und Marina getestet. Ihre Favoriten sind das frittierte Spiegelei und die chinesische Eiersuppe. Jetzt wird's aber Zeit, dass der Osterhase kommt und neue Eier bringt.